Willkommen zum zweiten Versuch dieses Levels. Vielen Dank an Zwergesel für den Hinweis mit den explodierenden Blöcken. Für die Idee, hier einen Block schon mal explodieren zu lassen, während der andere runterfällt. Das habe ich ausprobiert, das hat allerdings nicht funktioniert. Dafür habe ich aber in dem Prozess rausgefunden, was passiert, wenn man nur einen Block gleichzeitig auf den Stapel fallen lässt und den zweiten bei der Partikelspur einfach mal sein lässt. Und das Interessante daran ist, dass die Viecher, ja, also was ich rausgefunden habe, ist, die Gegner, die teleportieren sich weg, wenn sie so ein Teil abkriegen von oben, so ein Explosionsblock, sie teleportieren sich nicht wirklich, sondern sie lassen halt die Zeit, sie halten die Zeit für sich an, so wie ich das jetzt gerade mache, und machen dann ihr Ding. Aber dafür brauchen sie eine gewisse Reaktionszeit. Und wenn sie jetzt aber merken, also sie tun das Ganze aber auch nur dann, wenn es wirklich was bringt. Das heißt, da unten haben sie die Möglichkeit, sich wegzuteleportieren, nämlich hierher. Und dementsprechend tun sie das auch. Aber wenn sie jetzt hier sind und da kommt ein Block runtergefallen, dann bringt wegteleportieren nichts mehr und deswegen schieben sie dann den Block über mich drüber oder andersrum den Roboter unten runter. Und das ist dann natürlich gut geschickt. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich das beim Rausprobieren, beim Rumprobieren rausgefunden habe. Nämlich, also es ist richtig, dass man beide Blöcke aktivieren muss. Und zwar deswegen, weil mit dem ersten bringt man die Viecher wieder zurück auf die Uhr, dahin. Und wie gesagt, sie brauchen eine gewisse Reaktionszeit. Zu hoch gewesen sein. Die Reaktionszeit, das heißt, wenn ich jetzt... Das ist zu hoch. Zu tief. Das heißt, wenn ich jetzt den Block ganz knapp, so ungefähr, über dem obersten anhalte, dann hat der kaum Zeit, da zu reagieren. Und dementsprechend sollte das den obersten, die obersten beiden, vielleicht sogar die oberen drei, sollte das umnieten. Ja, die obersten beiden hat es erwischt. Genau. Und noch eine weitere Sache ist halt, die Viecher, die denken nur an sich selbst. Das heißt, sie teleportieren sich nur oder sie halten nur den Zeit an und tun irgendwas. Jedes Einzelne tut es nur genau dann, wenn es selbst betroffen ist. Und wenn jetzt ein Block von Omota fällt auf den Stapel, dann sieht wirklich nur der oberste diesen Block, der runterfällt. Dass die unteren, die haben eigentlich relativ wenig Reaktionszeit nur. Aber der oberste, der ist die eigentliche Gefahr, der könnte Unsinn machen. Und deswegen versuche ich jetzt gleich wieder, auch bei dem Stapel, den Block möglichst dicht und oberhalb vom obersten Gegner anzuhalten. So, genau. Damit der da möglichst wenig Zeit zum Reagieren hat. Hui, na, funktioniert noch. Kein Problem. So ist das schön. Oh, das hat gleich alle drei erwischt. Cool. Oh, da ist noch einer. Oder ist der letzte da jetzt gerade rausgehuscht? Ja, das kann natürlich sein, dass der letzte da jetzt gerade rausgehuscht ist. Du hast alle meine Brüder getötet. Aber bald wird alles wieder in Ordnung sein. So, und jetzt zeige ich euch, was hier wirklich passiert ist.
Ja, das hier kennt ihr. Das habe ich eben mal kurz nachgestellt. Weil man den Checkpoint, der ist halt nicht mehr da. Wenn man das Spiel einfach beendet hat. Ich blende jetzt die Überzeit aus, weil mit Überzeit ist ja alles schon gesehen. Das war ja so gesehen relativ langweilig. Und da sind die ersten mal weg. Ich frage mich jetzt, ob ich nicht alle töten kann. Wenn ich einen am Schluss übrig lasse, wird es der sein, der da rausgeht auf den Fahrstuhl. Das heißt, ich müsste zuerst zwei töten, dann einen und dann die letzten bleiben, die letzten beiden auf einmal. Probiere ich mal irgendwann aus. Und das hier ist der Endgegner. Willkommen beim Endboss. Genauer gesagt, es ist der Typ von eben. Das ist der Endgegner in dieser Maschine. Und man sieht, wir sind jetzt hier wieder im blauen Sektor. Er wird jetzt alles rückgängig machen. Und zwar, indem er Zeit zurückreisen zum ersten möglichen Zeitpunkt, wo der Roboter entdeckt wurde, und ihn zerstören. Das Problem ist halt leider, wenn er es in der Vergangenheit schafft, dann wird das alles hier auch nicht mehr existent sein. Das heißt, ich muss ihn jetzt besiegen, aber bevor er in der Zeit zurückreisen kann. Der hat ja links diesen roten Tank da oben, rechts sind die gelben Knubbels. Die bedeuten, soweit ich weiß, beide überhaupt nichts, aber in der Mitte ist dieses graue Etwas. Und das wird sich gleich langsam von unten nach oben aufladen. Und sobald das voll ist, kann er seinen Zeitsprung machen. Das heißt, ich muss ihn jetzt besiegen, bevor er das komplett aufladen kann. Zum Glück fängt er damit erst an, sobald ich oben bin. Das heißt, das hier unten ist nur eine kleine Ablenkung. Gibt's hier einen Checkpoint? Ja. Und naja, ich kann eigentlich gerade nichts mit ihm tun, außer ihn nach rechts schieben. Und da oben ist er schon auf einem Zeitreiseportal, eine Zeitmaschine. Aber da ich nichts tun kann, außer ihn nach rechts zu schieben, schiebe ich ihn auch nochmal nach rechts. Ich habe leider nicht aufgepasst, bei welchem Zeitpunkt ich angefangen habe zu schieben. Ich meine, das waren so 2 Minuten 40 ungefähr. Dann reise ich doch mal dahin zurück. Oh, und jetzt muss ich schnell springen. Weil jetzt, ich darf auf gar keinen Fall erleben, dass der Balken da unten sich auflädt. Weil, wie gesagt, in dem Moment springt er in der Zeit zurück. Und in dem Moment ist der Roboter leider Geschichte. Na, wenn sie zu zweit schieben, sieht man, geht es um einiges schneller. Ich hatte 2 Minuten 40, das kommt hin. Jetzt erzeuge ich leider ein Paradoxon. Dadurch, dass der. Das natürlich jetzt weiter schiebt. Und der erste Roboter von eben entsprechend nicht mehr seine Zeitmaschine kommt. Aber das ist mir egal. Ich springe jetzt erstmal zurück zu 3 Minuten 2, weil ich mir nicht ganz sicher bin, wann genau das Ding voll sein wird, wann er genau zurückspringt. Und jetzt springe ich weiter zu 2 Minuten 40. Naja, das könnte sogar noch ein bisschen zu spät sein. Ich brauche noch ein paar Sekunden, um nach links zu kommen. Also noch mal ein bisschen zurück. Ja, da haben sie schon angefangen. Jetzt muss ich hier bloß aufpassen, dass ich da nicht den erwische. Paradoxon ist mir jetzt in dem Moment zwar egal,
Aber ich will natürlich, dass der hier abschiebt. Muss ich jetzt die Zeitmaschine zählen? Ich will auf gar keinen Fall eine Zeitmaschine doppelt benutzen. Weil ich dann einfach riskiere, mich selbst zu chronofragen. Entweder den Vergangenheitsroboter, der dann nicht mehr fliegen kann, oder den aktuellen, der dann halt tot ist. So, und jetzt will ich hier rein. Und der Sprung ist bei 3 Minuten 25, so wie das aussieht. Ja, kurz danach. Also bei 3 Minuten 25 sollte ich aller spätestens weg sein. So, 25. Weiter, immer schön weiter schieben. So, das ist die 1. Dann ist die 2. Und da kommt die 3. Und als nächstes werde ich die 4 benutzen, die jetzt da gerade kommt. Und bei 3 Minuten 15 werde ich mich auch da umfassen. Hier jetzt. Na, gehst du aus dem Weg? Oh, 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 oh. Das ist böse. Das funktioniert nicht so. Ja. Genau. Das hat nicht geklappt. Ich bin nicht sofort losgelaufen, da habe ich das gerade gepennt gerade. Das ist ein bisschen langweilig. Das heißt, wenn es jetzt nicht klappt, dann werde ich einfach alle zukünftigen Versuche, außer den erfolgreichen, rausschneiden. Um es euch zu ersparen. Bei 3 Minuten 15 fliegt der erste los. Und danach kann ich ja immer so eine Sekunde später, das, na, vielleicht eine Sekunde früher. Ich sehe gerade, die 3:15 ist verdammt knapp. Ich sollte eher tendenziell immer 2 Sekunden früher losfliegen. Vielleicht einen größeren Sprung zurück machen zu können. Ja, immer schön nach rechts schieben. Das könnte gefährlich werden. Ich will natürlich. Was? Warum geht er da drüben rein? Ja, schnell zurück. Das war jetzt schon wieder fast zu spät. Ach, das heißt, den dritten sollte ich auch nicht benutzen. Jetzt sehe ich gerade auf die Gefahr hin, mich da selber wieder Krone zu fragen. Das heißt, der erste Roboter, der geht in die dritte Zeitmaschine rein und kommt aus der ersten raus. Das ist zwar schön, aber leider ein Paradoxon. Wobei, das kann ich ja jetzt verhindern, indem ich jetzt einfach selber da reingehe. Schnell zurück. Hui. Jetzt zurück, kurz bevor der reinkommt, damit es kein Paradoxon gibt. Ich meine, die Paradoxa, wie gesagt, die sind mir jetzt eigentlich ziemlich egal, aber die Strafminute nicht. Ich will zumindest versuchen, eine möglichst gute Zeit zu erreichen, wie das Paradoxon gibt halt. Aber eine extra Strafminute in der Zeit. Der letzte sollte bitte hinten bleiben. Das sind 4 Roboter, das heißt, ich bin 3-mal in der Zeit gereist. 1, 2, da kommt die dritte Zeitmaschine. Also müsste ich jetzt die 4. nehmen. Ich gehe schon mal hoch, weil der aktuelle Roboter ist eben doch immer der wichtigste. Wenn der weg ist, dann ist Game Over. Es scheint erfolgreich zu sein. Er sagt hier, hey, warte mal, wir können doch darüber reden.
Aber nein, Freundchen, so einfach mach ich's dir nicht. Nein, 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 nein. Mir geht's nicht darum. Ist das ein Du oder ich gerade? Du oder ich? Und wenn ich die Wahl habe, dann nehme ich natürlich mich. Ich habe schon deinen Bruder getötet. Ich werde auch dich vernichten. Du hast keine Chance. Eins, zwei, ich hoffe, es ist die fünfte, falls ich noch eine brauche. Die drei, da kommt die vierte, da kommt die fünfte, da kommt die sechste. Yes. Komm, das klappt, das klappt, das klappt. Muss ich nicht mehr reisen. Nein! Könnt ihr bitte nach rechts schieben? Boah. Knapp, aber hat funktioniert. Hui, das war ja anstrengend. Leider sind wir jetzt in dem temporalen Feld von dem Gerät gefangen genommen. Ja, das hat uns geschnappt und hat uns mit zurückgenommen zum Anfang. Und der Roboter ist jetzt müde. Und ja, TP muss leider ein bisschen Energie umleiten, unter anderem von dem Speicher. Das heißt, er wird jetzt was vergessen. Und bevor er das tut, möchte er sagen, du bist okay. Hey, wo sind wir? Keine Ahnung. Puh, wo sind wir denn hier? Was ist das denn? Komisch. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Genau. Das bin ich. Er hat gerade noch mal einen anderen Loop hingekriegt. Diesmal hat er sogar ein paar gerettet, aber es war alles einfach ziemlich gut. Das sieht so aus, ja? Also die Milfs, so scheint das, die haben die Station erschaffen, die haben den Roboter erschaffen, samt allen Herausforderungen. Und ja, genau, das hier ist ja der Anfang vom allerersten Level. Und das Ganze ist also eine Zeitschleife. Und die Milfs, die gucken einfach, wie sich der Roboter so macht. Es gibt einen großen Milf, wahrscheinlich deren Anführer, den sie damit irgendwie unterhalten wollen oder dem sie gefallen wollen damit. Das heißt, die eigentlichen, ja, die eigentlichen Fädenzieher, die eigentlichen Leute, die hinter all dem stecken, das sind nicht die, die von eben, die Gegner aus den letzten zwei Leveln, sondern die Milfs, die man unterwegs auch an diversen Stellen hat retten können. Ja. Ich finde, das ist ein schönes, nicht vorhandenes Ende. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Spiel.